Zu den Gewissheiten, die noch vor kurzem galten und nun teils anders gesehen werden, gehört der Umgang mit der Kohle. Kraftwerke, die eigentlich stillgelegt werden sollten, liefern wieder Strom, um Gas als Energierohstoff einzusparen. Auch zwei Braunkohlewerke von RWE bleiben bis März 2024 am Netz, statt bis Ende dieses Jahres, gab der Konzern heute bekannt. Und erklärte gleichzeitig, den Kohleausstieg um 8 Jahre auf 2030 vorzuziehen. Das war Teil einer Vereinbarung mit dem Bundeswirtschaftsministerium und NRW. Damit kann auch der vor kurzem heftig kritisierte grüne Minister Habeck das Zeichen setzen: Schaut her, wir nehmen in der Energiekrise trotzdem den Umweltschutz ernst. Eine gute Nachricht auch für manche, die nun bleiben dürfen. Susanna Czalek. Wie weit wird sich dieses Loch noch ausdehnen? Auch im Reutzerhof haben sie sich diese Frage immer wieder gestellt. 1757 erbaut, zu Hause von 5 Familien. 30 Jahre lang hat Inhaber Karl-Heinz Herbst dafür gekämpft, dass der Hof und die umliegenden Äcker dem Kohleabbau nicht weichen müssen. Nun die Gewissheit, sie dürfen bleiben. Die Reaktion, sag mal, wie ich das erste Mal gehört habe, war natürlich überragend, so gesehen. Das hat alles gelohnt und vor allen Dingen, dass der Hof erhalten bleibt. Den Ausschlag gibt eine Entscheidung, die am Morgen in Berlin verkündet wurde. Nordrhein-Westfalen will bereits 2030 aus der Kohleverstromung aussteigen, 8 Jahre früher als geplant. Darauf haben sich der Bund, das Land und der Energiekonzern RWE geeinigt. Dadurch bleiben 280 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde und sie verhindern eine potenzielle Verfeuerung von 280 Millionen Tonnen CO2. Gleichzeitig wolle man massiv in erneuerbare Energien und Wasserstoffwirtschaft investieren, so die Vereinbarung. Aber 2 Braunkohlekraftwerke, die eigentlich Ende des Jahres stillgelegt werden sollten, bleiben länger am Netz, bis Frühjahr 2024, um die Stromversorgung zu sichern. Und dafür muss auch der Ort weichen, der in den vergangenen Jahren zu einem Symbol der Klimaschutzbewegung geworden ist. Lützerath, direkt neben der Abbruchkante. Rund 100 Klimaaktivisten haben die verlassene Siedlung besetzt. Sie hatten all ihre Hoffnung auf die Grünen gesetzt. Vor der Landtagswahl haben die Grünen mit unter anderem Lützerath ganz klar Wahlkampf gemacht, haben schöne Selfies gemacht mit der Mahnwache im Hintergrund und mit gelben Kreuzen. Und jetzt feiern sie sich dafür, dass Lützerath abgebaggert wird. Das ist kein Erfolg. Das ist auch kein Kompromiss. Also es ist ein Schlag ins Gesicht. Lützerath könne nicht gerettet werden, sagt die grüne NRW-Wirtschaftsministerin Neubauer. Das hätten 3 Gutachten ergeben. Dementsprechend muss, damit die Energieversorgungssicherheit jetzt in diesem und im nächsten Winter gewährleistet werden kann, weil wir alles dafür tun wollen, so wenig Gas wie möglich zu verbrauchen und so viel wie möglich zu ersetzen, Lützerath geräumt werden und eben auch die Kohle darunter zur Verfügung gestellt werden. Der Kohleausstieg soll dafür deutlich früher erfolgen. Aber geht das überhaupt? Energieökonomin Claudia Kempfert glaubt, ja. Der Dreh- und Angelpunkt ist der schnellere Ausbau der erneuerbaren Energien. Je schneller er gelingt, desto schneller kann auch aus der Kohle raus. Andere Ministerpräsidenten dagegen wollen von einem früheren Ausstieg nichts wissen. Auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg wird Braunkohle abgebaut. Hier wollen sie am Ausstiegsjahr 2038 festhalten.